Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Jo, jo, jo. Servus und hallo zu Grand Prix 4. Das Rennen in Barcelona steht an. Mit dem freundlichen Kenny. Guten Tag. Und dem Joker. Hallöchen. Und mir, alias Martin Brandl. Der Barcelona-Experte, genau. Die Startaufstellung: Brandl vor Schumacher, Hakkinen, Jikri, Jarvileto, Benetton. Gesundheit. Der Allerweltsfahrer, wer kennt ihn nicht? Dann Hilberger, Coulthard, Alesi, Katayama, Barrichello, Blundell, Frentzen, Comas, Alboreto, Irvine, Morbidelli, Martini, Beretta, Bernard, De Cesaris, Panis und Fittipaldi. Und ja, ihr habt schon richtig gehört, das sind die Fahrer, die diesmal mitfahren. Sind keine YouTuber dabei. Wahrscheinlich, weil ich die Mods reingeladen habe, die neuen. Und Alter, die dürften wieder um die alte Datei überschreiben. Aber jetzt mal zum Kenny. Und wir sehen uns gleich im Rennen. Also ich habe meinen Rennstart mega verkackt, von der 1 auf die 7 gerade zurückgefallen. Im Regen von Barcelona. Liebe Leute, da sind wir wieder nach nur einem Absturz. Schauen wir mal. Du hast die erste Kurve noch nicht gefahren. Ja, das stimmt wohl. Und da geht's los. Schauen wir mal auf die Ideallinie. Da steht schon wieder der nächste am Streckenrand und ich werde schon wieder überholt. Panis, Aufhängungsschaden, das heißt, Ligier komplett nicht mehr dabei. Gut, dass ich keine Schalanoglu dabei habe. Sicher auch für alle. Hätte mich der am Start gleich mal schön gefistet. Oh ja. Das hat er gut drauf. Der denkt sich, ach, bremsen kann jeder. Bremsen können die vor mir auch. Es reicht. Können mich dann auffangen. Wahnsinn, ich bin 17. Ich habe hinter mir nur noch den Joker. Yeah, ich war ja auch super bei dir. Zack, dann bin ich 15. Da haben sich gerade zwei vor mir schon wieder weggeschossen. Also wir haben scheinbar mehrere Leute mit Problemen im Regen. Ja. Schumacher? Da, was mache ich denn für einen miesen Mist? Oh nein, Ausritt! Einschlag, nichts kaputt, schade. Hinten wird auch mein Gott sei Dank fleißig gebettelt. Im Rückspiegel. Verstappen ist raus, Unfall. Und war Thomas. Das der vor dir war? Ja, die haben sich da weggedreht gehabt. Auf mysteriöse Art und Weise. Es ist sogar Joker vor mir. Voll. Also, mal wieder das Rennen voll verkackt. Oh Gott! Abstand von Kabel. Oh Gott. Was mache ich denn? Fuck! Was gemacht? Die erste Kurve voll, der kann übersehen und das Vorderrad abgeschlagen. Ich habe gerade im Rückspiegel geschaut, wo Hill auftaucht und scheppert das Auto voll raus. Okay. Oh Gott. Das war unfähig. So richtig. Das ist so ein bisschen Schalanoglu-like. Das war absolut unfähig. War nicht mal wer vor mir. Ja, das war dein Pech. Überhaupt nicht auf die Strecke gerade geschaut. Was doof ist bei der Startkurve. Das wird ein langer Weg. Oh, hast du ein Trockenrennen, Volvo? Ja. Voll unfair. Aber das nur drei Räder. Ich mach's wieder wett. Oh, ich habe jetzt schon die komplette gerade Spanien. Rückstand auf Joker. Neue Start und Ziel, 13,4 Sekunden. Eieiei. Liebe Leute, viel Spaß mit diesem Grand Prix. Wir haben ihn auch. Schaltet im nächsten Rennen wieder ein, wenn wir dann am A1-Ring sind, da sollte es eigentlich besser laufen. Also mir liegt ja zumindest eigentlich ganz gut. Kann es nur besser laufen? Halt sein noch A1-Ring. Ja. Nicht Rasenballring. Keine Dosen herumgelegen sind. Und schon wieder neben der Strecke. Ach, Dosenleichen. Wütende Bullen über die Straße gesprungen sind. Sich mit Hörnern so. Dann schaut aufeinander zuzurennen, die Tüchsen beworfen haben.
Also wenn ich das gerade richtig sehe, ist Schumacher gleich schon in der Nähe, um mich zu überrunden. Der hat über eine halbe Runde Vorsprung jetzt schon auf den Zweitplatzierten. Was mal irgendwie minimal übertrieben ist, glaube ich. Ah. Schumacher, Alesi, Menzel, Dritter, Fittipaldi, Vierter, Wendlinger, Fünfter, Valvo, Sechster. Ich fahre mit heißen 60 km/h durch die Kurve. Morbidelli, Siebter, Frenzen, Achter, Beretta, Neunter, Beißler, Zehn, Hill, Elfter, Häkkinen, Zwölfter, Berger auf der 13, Martini, 14, Joker, 15, Kenny, 16, oh, Alboreto fährt noch. Der ist auf der 17. Ich bin doch nicht letzter. Woo! Soll ich durchfahren? Ja, lassen wir das mal. Raus sind wir wie bisher Verstappen, Kumas, Panis, Bernard und Katayama. So viel aus meinem Platzierungsanalyse-Tool. So, werde ich gleich überrundet. Ja. Sprüge. Wie die Kamera einfach überhaupt nicht einlenkt, das ist so krass. Schaut, die Kamera soll einlenken? Soll die für dein Auto lenken oder was? Ich weiß nicht, für die Kamera fährt. Ja, mit einer Fernsteuerung. Steht hier mitten auf der Strecke. Uiuiuiui. Da hat's ihn zerlegt. Hast du das gesehen, Joker? Stimmt, jetzt habe ich dich ja quasi als Mitkommentator, wenn irgendwas passiert auf der Strecke. Nicht mal das sie da, weißt du? Oder biete ich mir das ein? Aber irgendwie... das wahrscheinlich. Da! Da du ja die Karte, ja, mit dem AO, mit dem Gelb. Ja. Das habe ich ja noch nicht so im Blick. Das Hörweinchen. Und oh. Dann macht der Eddie. Bums. Weg da! Schön weggefickt vom Morbidelli. Stark, der Footwork. Da sieht man jetzt, wie auf einmal irgendwer daneben steht. Gut, das heißt, ich sollte im Belde 21. sein. Bald. Irgendwann. In Belgien 21. Das auch. Wenn man mit Fremdwörtern redet und es nicht kann. Ja, oh Gott, was wird denn das für ein Grand Prix? Ein Schlitter Grand Prix. Ja, Schumacher. Toller. Anderen Leuten würde jetzt das Ei aus der Buchse fliegen. Aber ich arbeite mich immerhin scheinbar ran an Damon Hill, der jetzt gerade auf der 14 liegt. Da ist der Joker wohl vorbeigegangen. Dann na Wetter. Ach, Schumacher, ernsthaft? Also ich muss sagen, irgendwie verstehe ich gerade nicht, warum ich den großen Preis von Barcelona in Grand Prix 2 nicht so gut geschissen gekriegt habe, denn hier habe ich bisher relativ... Oh, das ist wieder mal knapp, ey. Könnte auch gleich wehtun. Uns das nochmal an dem Superanalyse-Tool. Schumacher hat's geschafft, ich nicht. Vorne noch alles. Ist die Kurve zu kriegen oder was? Ja. Schon wieder ein Unfall gebaut? Die Backen. Oh, weil wo? Ernsthaft jetzt oder was? Ja, ich werd schon überrundet. Oh Gott! In der vierten Runde. Hey, ein Hoch auf Spanien! Boah, ein Qualifying noch so gut. Bis zu dem Brain AFK gut. Ach, in der also zweiten so Kurve. Stark, der auch, also, liebe Leute, alle, die sich am Donnerstag noch dachten, dass das Qualifying hochkam, boah, das wird ein geiler Grand Prix. Muss ich auch sagen, hier. Mein lieber Abonnent hier, der Taketsu Ishida, ich hoffe, ich habe mir den Namen richtig gemerkt, denn ich habe ihn hier gerade nicht auf dem Zettel liegen. Er hat drunter geschrieben, gar nicht so schlechtes Qualifying. Ich hoffe, dass ich so schlecht geredet habe. Dritter, oder? Aber
Er hat sich nach dem Rennen, denke ich mal, eines Besseren besonnen. Deabonniert. Wahrscheinlich. Runter auf 15 Abonnenten von 99. Einen habe ich heute verloren. Ach, egal. Wenn es so wenigstens einen gibt, der sich die Kacke hier anguckt, ey. Ja, Joker. Yeah. Yeah. Geiler Typ. Aber auch leider nur, weil ich bezahle dafür. In Naturalien. Godzilla dafür Naturalien. Bist du schon immer da. Godzilla Naturalien. Macht 7 Rülpser und 3 Bäuerchen. Ja, ist klar. Und 3 Bauern. So weiterläuft, kann man jetzt schon Wetten abschließen, wie viele Überrundungen anstehen noch werden bei dir bei. Packen. Wieso teile ich eigentlich das Rennen mit dir? Hast du einen Co-Kommentator an deiner Seite, der weiß dich zu motivieren. Ja, echt. Du fahr schneller! Los, krieg hier eine Kurve! Es geht besser! Das machen die Beifahrer auch immer im Rallye-Sport. Meine Güte, ich steige nicht aus und geh selber. Meine Güte, los, rutsch mal zur Seite. Ja, ich schmeiß dich gleich raus und fahr. Übrigens, was ich heute gelesen habe, Ferrari möchte an Alonso und Raikön festhalten. Ich dachte, die wollen Co-Piloten an Raikön setzen. Die wollen wieder mit Doppelsitzern an den Start gehen. Ich frag mich, was sie da geritten hat. Ey, ganz ehrlich, Raikön nach dieser Saison, ich würde ihn rausschmeißen, hochkant. Ich hätte ihn jetzt schon nicht mal gehalten. Ich hätte den Testfahrer eingesetzt. Pato, ja? Gibt's denn noch? Weiß ich gar nicht. Ja, der ist ja auch schon ein bisschen älter, oder? Mhm. Ein bisschen heller müsste der Testfahrer noch sein. Ich glaube, Bardo hat auch schon aufgehört. Den will man auch nicht wirklich als Testfahrer haben. Tja. Als Crash-Test-Dummy reicht's so. Die Frage ist nur, ob Alonso weitermacht bei Ferrari. Oder ob der nicht vielleicht zu McLaren oder so geht. Ja, die wollen scheinbar an beiden festhalten, haben sie geschrieben. Habe ich zumindest gelesen. Heute Mittag. Vielleicht macht der Teamchef mehr Dampf fürs nächste Jahr, dass dann ein gutes Auto rauskommt. Tja, viel schlechter kannst du nicht werden, sagen wir es mal so, ne? Also bei Ferrari sind Marc Genet, David Regan und Pedro de la Rosa die Testfahrer. Ach, natürlich, David Regan, wer kennt ihn nicht? De la Rosa hat sich auch eingekauft. Ich dachte, der Fisichella ist noch der Testfahrer. Meine Physikelle habe ich letztens noch in einer Rennserie gesehen, dass er da auch noch rumfährt, oder? Wahrscheinlich so Langstrecke oder so. Lahmstrecke? Lahmstrecke. Ey, weißt du, kannst mit dem Wort nichts anfangen. Verdammt. Mit Strecke oder was? Oh. Ach komm, du Kleiner. Musst du mich jetzt wieder zurück überrunden oder was? Kannst du vergessen. Jetzt wäre es geil, wenn es bei uns anfangen würde zu regnen da im Rennen. Ja, dass du dich richtig abschießen kannst, oder was? Ist noch ein bisschen was nach vorne geht. Als ob die ganzen Ausfälle kommen. Krieg ich gleich wieder Abtrieb und rutsch raus, wenn ich so knapp hinter dem Vordermann fahre? Ah, Plan L. Bums. Nice. Vom Teamkollegen auf 6. Du bist auf der 6? Hat er mal ein bisschen Druck bekommen. Ja, ich bin auf die 6 vorgefahren. Was? Obwohl du überrundet wurdest? Ja. Schön wieder Reifen da. Dü-dü-dü-dü. Der Reifen gewinnt das Rennen. Jetzt kommt der Reifen, der rollt jetzt erstmal auf der Strecke. Mal sehen, wer abkommt. Keine Boxengasse, wa? Das wär's. Blandes Reifen gewinnt das Rennen. Der Reifen sagt er jetzt auch, ich zeig euch die Idee. Fuck. Und verbremst. Damit sind das wieder 10 Sekunden Rückstand auf Morbidelli. Juhu. Wie, er versucht's gleich wieder, ich seh's schon kommen. Hill, oder wer ist da hinter mir? Ich glaube.
Und dann mal ein bisschen wegkommen von denen. Versuchen. Von den alten Schlipper-Johnnies. Staffellauf zu John Herbert. Schon gesehen, Kenny? Natürlich. Gelb. Drunter geschrieben: Joker entdeckt die Bugs in Grand Prix 4.